Ja, willkommen zurück auf der Elm Creek LS22, Freunde. Ja, jetzt geht das los hier, ne? Mit dem GPS. Irgendwie klappt das mit dem vielleicht. Also ich habe jetzt die erste Bahn. Und normalerweise, wenn man so guckt, steht der falsch. Ne? Der Versatz müsste genau andersrum sein. Ich habe noch nicht gefunden, wo man das umstellen kann. Da bin ich jetzt gleich mal gespannt, wenn ich ans End bin hier. Also im Moment bin ich da noch nicht so ganz von überzeugt, muss ich sagen. Blablabla. Anheben. Anheben, so. Muss ich den mal drehen? Das passt ja nicht. Ich kann auch wieder nicht umschalten hier. Das ist doch irgendwie, ist das doch Kacke. So, wenn ich jetzt hier drauf fahre, dann würde das ja von der Spur her passen, aber auch nur von der Spur her. Klappt mir das so? Ja, klar. Ah, da ist er richtig. Wunderbar. Na, guck, jetzt werden wir die mal absenken. Dann sollte das doch funktionieren. Halt! Warum geht denn der Dings hier runter? Ach so. So, ist fein. Er muss aber. Ah, jetzt ja. Alles nicht so einfach. Dann bin ich gleich mal gespannt, ob der sich automatisch schon wieder. Ne? Also wenn ich wechsle und den Flug drehe, dass er sich dann automatisch wieder Neu-Dings weiß Bescheid. Ne? Genau. Ja, mit dem Flug hier hast du auf dem Acker natürlich ordentlich was zu tun. Ne? Das ist mal nicht so eben schnell gemacht. Ich werde euch auch nicht die ganze Zeit damit quälen. Ich muss mal gucken, ob ich zwischendurch dann noch einen Auftrag mache oder was so. Ne? Mal schauen. Da muss ich mal gucken. Hab mir irgendwie die Augen verbrezelt. Habe ein leichtes Flimmern vor den Augen. Ja, hat er umgestellt. Das ist doch schön. Das Kamera umschalten habe ich hier mit meiner Du sag es.
der Wendeschaltung. Genau, mit der Wendeschaltung zusammen. Kann ich aber auch ausschalten. Mein Gott, ist das blöd. Habe ich hier meine Zusatzleuchten angemacht, hier, damit meine Fahrze, die Fahrze richtig beleuchtet ist. Oh, guck mal, wirft sogar Schatten. Und guck beim Altschalten genau in diese olle Dinge rein. Ne? Naja. Es ist, wie es ist. So, dann ich nehme das jetzt hier noch mit auf. Das wird dann, glaube ich, die Montagsfolge, weil ich habe am Samstagnachmittag, nämlich werde ich abgeholt gegen 17 Uhr, ein Treffen von ehemaligen Arbeitskollegen zum Essen. Bin ja mal gespannt. Ich bin ja jetzt auch schon etwas über 11 Jahre raus aus der Firma. Aber finde ich nicht schlecht. Oh, 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 oh. Dass die Herrschaften überhaupt an mich gedacht haben, ne? Weil man so lange dabei weg ist. Aber ist ja schön. Oh, ja. Nee, das war nichts. So. So. Dann müssen wir näher noch drüber Steine sammeln. Bin ich auch mal gespannt, wie das so funktioniert. Steht natürlich noch falsch rum, ja. So, und jetzt machen wir das nämlich so. Verstehst du das? Und tschüss. So, dann, ja genau. Wir gucken jetzt mal hier hin. Ballen pressen, guck mal, das ist doch Feld 19, wo haben wir denn? 16, 15, 16, 19. Ach Quatsch. Also hier oben. 15, 16 und 19. Ui, das ist ja gar nicht so unübel. 15, 16. 15, 16, 19. Schneidwerk? Habe ich ein Schneidwerk?
Muss man eben gucken. Ich weiß es jetzt ja nicht. Da habe ich Traktor. Da habe ich das. Ballenwagen steht da. Aber nichts Schneidwerk. Ei, 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 ei. Und Presse. Presse auch nicht. Oh, nur finde mal den Fehler. Ui, ui, ui. Also wenn ich jetzt für alle die Maschinen ausleihen muss, ist das ja auch blöd. Sonst wäre das ja schon wieder interessant, ne? Mersetechnik. Pöttinger. Oh, das wird knapp, das wird knapp. Oh, 25. Mal eben gucken. Nee, war falsch. Trocknes, ja genau. Da muss ich eben, oh, da muss ich ja so viel haben. Tisch ist groß, das weiß ich. Grube habe ich hier auch nicht stehen. Den habe ich Vollpfosten nämlich verkauft. Ach, ich habe einen Tiefenlockerer, habe ich hier, aber keinen Gruber. 73. 73 muss hier unten sein. Da. Halt, 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 73. Nee, nee. Ja. Goldcrest. Na, Goldcrest Valley. Goldcrest. Ach, warum gehe ich da immer raus? Ich fuchste. Goldcrest Valley, das ist doch hier vorne irgendwo, ne? Da, Goldcrest Valley. Ist ja nur da ums Eck. Komm, dann nehmen wir mal an. Goldcrest Valley. Akzeptieren. Und tschüss. So, dann brauche ich jetzt meinen Dretscher. Also irgendwas verstehe ich hier nicht. Ich bin arg verwirrt. Kamera, 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 Kamera. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Tralalala. Kamera. So. Garmepatte. Spiel. Kamera. Hä? Thank you.
Ich habe überhaupt keinen Plan mehr. Wollte ich nur mal gesagt haben. So. Auf zur Feld 73. Was macht mein Helfer? Der ist am Plögen. Das ist schön. Achtung, jetzt komme ich. Achtung, jetzt kommt ein Karton, mähdrescher. Noch einen Schluck trinken. Werden wir jetzt hier rechts abbiegen. Schön auf meiner Straßenseite bleiben. Sonst gibt das Mecker von Eckart. Warte mal, ich muss mal hier was gucken. Guckst du? Guckst du hier? Oder wie das heißt da? Ich bin jetzt. Wo bin ich denn? Da. Ja, passt doch. Alles klar. Und links oder näher rechts? Alles gut. Ja, ich kenne mich noch nicht ganz so gut aus auf den Karten hier. Jetzt gibt es ja auch schon zwei neue Maps. Einmal tschechische und das andere weiß ich gar nicht. Das sind aber relativ kleine Karten. Das spricht mich noch nicht so an. Aber es tut sich was, Leute, es tut sich was. Ich weiß, dass der Farmer Andi auch schon angefangen hat, aber das wird dauern. Andi ist ja nur ein Perfektionist. Also das, wie gesagt, ich denke vor nächstes Jahr März wird das nichts. Aber wir warten das alles ab. Ja, jetzt haben wir erstmal Dezember, bald ist Weihnachten. Und dann kommt das neue Jahr und dann lassen wir uns mal überraschen, wie es weitergeht. Wie es weitergeht, ob es weitergeht, mit wem es weitergeht und warum es weitergeht. Na, geht es denn? So, jetzt müssen wir eben gucken hier, dass da jetzt nämlich ein Stoppschild. Nicht, dass wir hier gleich etwas. Das kannst du aber schlecht einsehen. Aber wie ihr seht, es kann was kommen, ne? Da hinten kommt nämlich einer. Zweie. Ui, ui. So, und hier rechts ist mein Feld, das ich jetzt bearbeiten, abdernten, ratzen, machen, Dingen soll. So. Wir fahren einmal hier rum. Modelle. Ab, ist ab. Gut. Wir können auch wieder dahin gehen. Mit diesem kleineren Schneidwerk geht das ja wohl.
Jawohl, jawohl. So. Ja, können wir auch so machen. Haben wir Strohablage? Müssen wir mal gucken, wa? Haben wir. Haben wir. Ja, prima. Weil ich habe hier, dass ich das Stroh aus der Mission auch einsammeln kann. Aktiviert. Gibt ja noch mal extra Taler. Ne? Kann man ja mal mitnehmen. Habe ich mir so gedacht. Das ist doch schief hier. Wir werden mal die andere Seite ansetzen. Ich glaube, das ist besser. Es klappt alles noch nicht ganz so, wie ich das haben will, aber naja. Wir lernen ja immer noch, ne? Also, was ich mal machen sollte, wäre vielleicht mal einen Plan machen, auf welchen Knopf ich welche Funktion gelegt habe. Das könnte eventuell ganz sinnvoll sein. Eventuell. Genau bist du es ja nicht. So, jetzt wollen wir doch mal schauen, ob das funktioniert. Was denn jetzt? Mal versuchen. Das sieht gar nicht mal so unübel aus, ne? Ich glaube, das klappt ganz gut so mit der Arbeitsbreiteneinteilung und so weiter. Naja, ja gut, für diese Folge war es das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wenn nicht, kann ich es leider auch nicht ändern. Das ist halt naja, ja, ihr kennt mich ja. Gut, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Ein Kommentar wäre auch geil. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.